Did you have a great time? I had a wonderful time. Really happy with it. In Grecia. Ich war in Südfrankreich mit meiner Familie und ja, war sehr schön. Also die Gegend war sehr schön. Schöne Natur, schöne Landschaften und ja, einfach auch mal Zeit wieder mit der Familie zu verbringen. Ist immer schön. Auf Kreta und in Österreich war sehr schön. Schöner Kontrast zwischen Strand, aber auch Berge. Deswegen hat gut getan. I was in Greece and it was very nice. It was hot and it was sea and sand, so it was really good. I was in Italy with my friends and then I went home to Iceland. Cool. And that you, did you have a great time? I had a wonderful time. Really happy with it. Ich war zuletzt auf den Malediven nach der WM und es war traumhaft schön. Ich war jetzt 3 Wochen in Sizilien im Sommer. Meine Familie, wir haben da ein Haus und da treffen wir uns als Familie jedes Jahr. Das ist sehr schön, weil man kommt ja nicht oft dazu, die Familie zu sehen. Und dann treffen wir uns da immer für ein paar Wochen. Ich war in Griechenland mit meiner Mama. War sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wo wart ihr da? Auf Kreta. Zuletzt war ich in Spanien am Meer und es war super. Also ich liebe das Meer und es hat richtig Spaß gemacht, ein bisschen abzuschalten. In Bayern wandern? War schön. In Kroatien, es war sehr schön, aber leider nicht so gutes Wetter. Ich war in Mallorca und war sehr, sehr schön. Was war da so schön? Ja, alles. Strand, Meer, Essen, alles war echt top. Zuletzt im Urlaub war ich auf Mallorca und es war sehr entspannt. Ich war auf Fehmarn nach der WM, ganz spontan, war super. War sehr positiv überrascht. Ich glaube, das war das letzte Mal mit 8 Jahren dort. Aber wir hatten super Wetter, viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, super Landschaft. Kann ich empfehlen. Zuletzt im Urlaub war ich auf Fuerteventura. Es war sehr schön, aber auch sehr windig. Aber ja, ich hatte mal 10 Tage am Stück Zeit und habe die Zeit auf jeden Fall sehr genossen. Ich war in Zypern in meinem Sommerurlaub und es war richtig schön, einfach entspannt, Meer, Strand, chillen, ein bisschen mit einem Ball spielen, das ist für mich der perfekte Urlaub. Ja gut, das war in Australien nach der WM und es war dann tatsächlich aber noch sehr schön. Ich war auf den Malediven und es war sehr heiß und einfach mal auch was anderes, eine andere Art von Urlaub, würde ich mal sagen. Ja, es war einfach sehr ruhig, was ich einfach auch benötigt habe zu dem Zeitpunkt. Urlaub, sehr lange her, muss ich sagen. Ich fahre immer nach Schweden, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ich glaube, das war Skiathos, Griechenland. War sehr schön, warm. Ich habe ja, das sehr genossen. Auf Mallorca und war echt super schön. Wir haben da, also wir waren auch mal am Ballermann, aber mehr so ein paar Buchten angefahren. Das war echt toll. Zuletzt war ich im Sommerurlaub in Lissabon und es war super, weil wir dort mit unserer Gruppe auch aus der Mannschaft waren. Dann sind noch ja, Sarah und Pia waren mit dabei, Pauli, Feli und wir hatten eine gute Zeit dort. Zuletzt in Ibiza, glaube ich. Ja, war echt schön. Ich liebe Ibiza. Und die Sonne und alles, die Menschen, die Freiheit und alles da. Und ja, nein, war echt schön da. Mein letzter Urlaub war auf Kreta mit meinen Geschwistern. War sehr schön. Was hat da, war da so toll? Das Wetter war gut. Und natürlich, meine Geschwister habe ich lange nicht gesehen gehabt vorher. Deswegen war schön, mit denen mal Zeit verbringen. He was in America and it was really great. In California. Ah, wir waren nach der WM an der Ostsee, weil Laura ja schwanger war und so schwanger war, dass man nicht mehr wegfliegen konnte. Und es war sehr, sehr schön. Wir waren mit Jamie da, wir hatten tolles Wetter und ja, haben die Zeit sehr genossen.